Das kann jetzt ein bisschen wehtun. Kein Problem, Doktor. Ich habe seit 3 Jahren ein Verhältnis mit ihrer Frau. Tom, ich habe dein ganzes Spielzeug dem Kinderheim gespendet. Warum hast du das gemacht? Damit es dir dort nicht zu langweilig wird. Wo ist eigentlich der nervige Nachbar geblieben, von dem du mir erzählt hast? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Der ist im Garten. Wo denn? Man muss schon ein bisschen graben. Mein Kollege erzählt mir neulich am Telefon, dass er immer weint, wenn er ganz tief geliebt wird. Ich dachte, was für ein Weichei. Dann fiel mir aber wieder ein, dass er ja im Gefängnis ist. Ich hätte gerne einen Badeanzug, der meine Fettpölsterchen kaschiert. Schlafsäcke finden Sie im 3. Stock. Guten Abend, hier ist der Captain. Wir nominieren alle Passagiere für die Ice Bucket Challenge. Mami, dürfen wir gleich mit Oma spielen? Nein, Christina, der Sarg bleibt zu. Herr Doktor, ich bin schwanger. Dürfen Ihre Tampons nicht nachschieben, sondern müssen Sie tauschen.